Wenn du Ja. jedes Mal voll konzentrierende Notlösung vielleicht finden musst oder irgendwie spontane Lösungen für irgendwas entwickeln musst, in kürzester Zeit, ist super anstrengend. Das ist Ja. viel, wenn du dann anfängst, hast du deine 40 oder 45 Standard-Cases, da kannst du schön im Flow, ganz entspannt deine Arbeit durchgehen, bist auf niedrigem Energieniveau und für die 5 Hero-Cases, die dann kommen oder Beschwerden oder keine Ahnung, Mitarbeiter hat ein Problem oder irgendwas, da hast du dann aber auch voll den Fokus dafür und kannst es lösen, hast deine Persönlichkeit auch im Griff, also du bist nicht genervt, bist nicht gestresst oder sonst irgendwas, sondern kannst dich frei machen, offen machen, empathisch zuhören. Problem analysieren, erkennen, lösen, fertig. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir sprechen heute über das Thema Lean. Und wenn ich mir deine Bücher anschaue, habe ich das Gefühl, das zieht sich immer so, ich will jetzt nicht sagen mit jeder Seite, aber es zieht sich kontinuierlich durch die Kapitel durch, dass es sehr wichtig ist, seine Praxis Lean zu gestalten. Warum denn? Es ist so befreiend. Ganz Ja, gut, kurze dann. Antwort einmal. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja, und ich würde auch, du kennst mich ja, ich gehe immer direkt voll rein. Ich würde auch direkt widersprechen. Nee, es ist nicht nur die Praxis, es ist alles. Es ist mein komplettes Denken, als ich angefangen habe, mich mit Lean auseinanderzusetzen, hat sich komplett geändert in jedem Bereich, ob im Alltag, im Sport, in der Ernährung, in der Freizeit, in der Arbeit, in den verschiedensten Bereichen dort. Was weiß ich, wie ich Dienstleistungen sehe, wie ich auch Dinge erwarte von anderen. Alles ist irgendwie Lean geworden. Das kann natürlich auch ein bisschen exzessiv manchmal sein, aber es ist halt so ein faszinierendes Thema für mich. Und ja, wenn es vielleicht für dich nicht so ist, kann ich die Begeisterung vielleicht so ein bisschen mit rüberbringen. Dort auch. Es ist einfach sehr cool. Und warum ist es das? Wie gesagt, es ist einmal sehr befreiend, weil in erster Linie besteht es aus Eliminierung von unwichtigen Dingen. Das ist das Erste. Die werden im Lean klassisch als Verschwendung beschrieben. Verschwendung, können wir gleich aber nochmal drauf eingehen. Der Begriff wird, sage ich mal, oder der kann sehr vielfältig interpretiert werden, was Verschwendung jetzt genau bedeutet. Und auch gerade im Bereich Medizin gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, wie man das genau sehen kann. Also das ist sehr, sehr spannend. Im Umkehrschluss aber auch, was macht jetzt dieses Lean-Denken und das Eliminieren? Im Prinzip ist es eine Fokussierung. Und das ist auch wiederum das, was sehr, sehr spannend daran ist und was quasi auch das Bindeglied ist zu dem, was wir jetzt in den vorigen Interviewfolgen schon mal besprochen haben, nämlich Fokussierung worauf? Was nützt mir ein scharfer Fokus, wenn ich nicht weiß, was ist das Ziel, was ist das Objekt, was scharf gestellt werden muss in meiner Kamera? Worauf kommt es tatsächlich an? Oder wir haben beim letzten Mal auch über Sterneküche gesprochen. Wenn man dann, was weiß ich, irgendwelche abstrahierten Gerichte hat oder irgendwelche Söschen, wo wirklich nur noch quasi der ultimative Geschmack und gar keine Flüssigkeit mehr da ist als solches, das ist auch eine Form von der Fokussierung, der Reduzierung auf etwas. Aber es ist die Frage, auf was? Es muss dann auch entsprechend Sinn ergeben, einen Wert haben, einen Mehrwert bieten, damit es sich auch lohnt. Ja, okay. Aber das heißt, dann ist ja vielleicht Lean jetzt, ich hatte es jetzt in Verbindung mit dem Praxisalltag halt gesehen, aber es ist ja dann auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung, höre ich raus. Ja. Aber wenn ich jetzt das jetzt nur mal auf den Praxisalltag beziehe, jetzt müssen wir es nochmal so ein bisschen kanalisieren vielleicht. Mal angenommen, ich habe eine Praxis und die läuft jetzt so seit 5, 6 Jahren und ja, ich verschwende da auch ein bisschen was, vielleicht weiß ich das auch, aber ich habe es halt immer so mitgeschleift. Habe ich denn im Nachhinein immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt mache ich einen Cut, jetzt mache ich alles Lean, oder ist dann der Zug quasi schon abgefahren? Also ich fange mal von hinten an. Nein, der Zug ist definitiv niemals abgefahren. Das kann man zu jeder Zeit machen und zu jeder Zeit nachholen. Es macht durchaus Sinn, von Anfang an eine gewisse Linienstruktur zu haben, aber die wird man auch immer mal wieder zwischendurch verlieren. Das liegt in der Natur der Sache, der Menschlichkeit am Ende des Tages auch. Denn Lean ist mit sehr viel Disziplin am Ende des Tages auch verbunden, was, sage ich mal, auf der einen Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite aber auch, sage ich mal, für manche eher abschreckend im ersten Moment wirken kann. Also ja, es geht. Es geht nicht immer unbedingt so einfach, weil, jetzt kommen wir quasi zum Anfang einmal zurück,
es durchaus wieder Sinn macht, was ist zum Beispiel Verschwendung? Du hast jetzt gerade quasi so wie die meisten gesagt, so lapidar gesagt, ja, ich verschwende dann auch mal was. Und was meinen die meisten damit? Ja, ich habe jetzt nicht beim billigsten Händler eingekauft oder so und lasse da ein bisschen mehr mal liegen oder so. Oder ich zahle meinen Mitarbeitern dann auch mal mehr, auch wenn die vielleicht nicht ganz so viel machen. Ich mache auch mal früher Schluss vielleicht und habe dann nicht bis zur letzten Minute gearbeitet und so. Schön und gut, darum geht es zum Teil auch, aber nur am Rande. Ich habe jetzt spannenderweise an den Zeitfaktor gedacht, ehrlich gesagt. Ach cool. Also ich hab jetzt gedacht, so von wegen, wenn du halt Termine irgendwie komisch legst und dass du dann da, komisch legst, ne? Also wenn die dann jetzt, keine Ahnung, der 1 um 15 Uhr fertig oder man hat sich verkalkuliert, man war dann doch schneller und wartet dann noch eine Stunde, bis der nächste Kunde kommt. Das war jetzt so für mich der Hintergedanke an der Verschwendung. Aber gut, wie du sagst, gibt es halt auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das Problem ist leider total selten in der Kieferorthopädie, weil da wird auf eine andere Art und Weise verschwendet. Nämlich da wird meistens so gemacht, dass man verschwendet da zum Beispiel die Zeit der Mitarbeiter durch Überstunden und die Zeit der Kunden und Patienten dadurch, dass man nicht pünktlich ist. Jetzt Scherz beiseite, natürlich, Zeitverschwendung ist auch ein total entscheidender Punkt. Die Zeit wird aber meistens nicht dadurch verschwendet in der Praxis tatsächlich, dass sie nicht gefüllt ist, sondern, jetzt kommen wir wieder auf den Fokus, dass die Zeit nicht ausreichend wertschöpfend gefüllt ist. Okay. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Vor einer Weile hat bei mir ganz in der Nähe eine Praxis aufgemacht, eine kieferorthopädische Praxis, und die haben dort 12 Behandlungsstühle eingebaut. Die Praxis ist in einem Ort mit 15.000 Einwohnern. Und dann haben alle drumherum haben so gesagt, oh, du meine Güte, so eine Riesenpraxis, machen die da 12 Stühle, ach du meine Güte, jetzt gehen wir alle pleite. Wobei ich für mich gesagt habe, okay, der Erste, der pleite ist, ist der mit seinen 12 Stühlen, weil der hat einen Rieseninvest und der kriegt die Stühle niemals gefüllt. Wenn der 3 oder 4 oder meinetwegen, wenn alles super läuft, wenn der 5 Stühle gleichzeitig rund um die Uhr quasi gefüllt hat, dann hat er schon jeden Patienten dieser Stadt und der nächsten 10 Städte da drumherum komplett behandelt. Und die anderen 7 Stühle, die noch übrig bleiben, die stehen den ganzen Tag leer. Die hat er einfach nur so gekauft. Also das ist zum Beispiel auch eine Form der Verschwendung, die dort auftritt. Aber lass uns ruhig doch vielleicht die verschiedenen Punkte, wo wir verschwenden, noch ein bisschen genauer anschauen. Also ein ganz zentraler Punkt ist sicherlich, sage ich mal, das Thema Geldverschwendung. Dass ich etwas ausgebe für Dinge, für die ich es nicht ausgeben müsste, die einfach unnütz sind. Was sind das? Ich nenne mal einfach, versuche mal zu jedem irgendwie ein klassisches Beispiel zu gehen. Im Moment in der Kieferorthopädie ist das zum Beispiel das Thema Scanner. Dass die Leute sich immer noch einen Scanner für 45.000 oder 50.000 Euro anschaffen oder Drucker, in dem Fall einen Drucker für 5.000 bis 10.000 Euro. Das ist vollkommener Quatsch. Da gibt es mindestens genauso gute, wesentlich günstigere Modelle. Namen nenne ich jetzt hier nicht, aber da zeigen auch etliche Studien, dass die Performance gut ist. Das waren kleine Drucker für 500 bis 800 Euro, die sind super in der Leistung, oder auch ein Scanner für 10.000 Euro, die leisten Tolles. Und da sieht man schon, da kann man richtig was sparen dann in dem Moment. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Zeit. Zeitverschwendung. Und zwar Zeitverschwendung in dem Sinne, dass wir zu lange für Dinge brauchen, die einfach sind, weil wir sie nicht ausreichend schulen. In der Kieferorthopädie ganz häufig nenne ich jetzt mal folgendes Beispiel. Da wird für einen Bogenwechsel 15 Minuten oder 20 Minuten eingeplant in der durchschnittlichen Praxis. In manchen sehr schnellen, fließbandartigen Praxen, die meinen auch, dass sie 10 Minuten dort machen können. So, können sie aber auch. Aber wie findet man das denn heraus? Das machen wir zum Beispiel in den Kursen, die wir geben für Helferinnen und auch in regelmäßigen Meetings mit unseren Mitarbeitern, dass wir die an entsprechenden Schaumodellen entsprechend zum Beispiel die Bögen bei Patienten oder Typodonten dann entsprechend wechseln lassen. Und bei uns ist zum Beispiel so, dass eine Assistentin erst an den Stuhl kommt für den regelmäßigen Nachmittagsbereich, wenn sie in der Lage ist, einen Ober- und einen Unterkieferbogen in 1:36 zu wechseln. Ja, das ist eine konkrete Zeitvorgabe. Die haben wir als Benchmark bei uns in der Praxis festgestellt. Das heißt, die eigentliche Tätigkeit, die ist unter 2 Minuten. Das heißt, die Mitarbeiterin hat jetzt beim 15-Minuten-Termin, wie wir den zum Beispiel machen, sehr großzügig Zeit, 13 Minuten für die Vorbereitung, die Nachbereitung, aber auch für den Patientenkontakt, für die Beziehungsbildung, also bestimmte Touchpoint-Verbesserung, Optimierung im Sinne Kano-Modell, Begeisterung und so weiter, dort eigenständig vorzunehmen. Oder aber auch die eigene Zeitplanung zu optimieren, dass wenn wir Pufferzeit brauchen, jemand kommt zu spät, wir sind selbst zu spät, dass wir dadurch automatisch kleine Puffer eingebaut haben, die das Ganze möglich machen. Aber wenn ich jetzt
meine Mitarbeiter gar nicht sensibilisiere und gar nicht trainiere darauf, dass die eigentliche Tätigkeit als solche im Prinzip das Kürzeste am gesamten Termin ist und das Schnellste ist und auch in einer bestimmten Zeit gemacht werden muss. Da gibt es so ein schönes Gesetz, das Parkinson'sche Gesetz, nämlich, dass sich alles so lange ausdehnt, wie man Zeit dafür gibt, um es zu machen. Das heißt, wenn wir einer Mitarbeiterin einen halbstündigen Termin für das Gleiche geben würde, dann wäre sie genauso gestresst wie vorher und würde genauso wenig oder viel schaffen wie vorher auch, weil einfach die Tätigkeit viel, viel langsamer ist. Und dadurch haben wir diese Fokussierung, diese Konzentration auf bestimmte Aspekte, die wir dann auch einzeln angehen können. So, das ist jetzt zum Beispiel einmal Thema Zeitverschwendung als ein Beispiel. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch noch, sag ich mal, ganz generell das Thema Energieverschwendung. Energieverschwendung kann man jetzt wieder ganz verschieden interpretieren. Ich meine jetzt meine eigene Energie zum Beispiel. Mhm. Ihr wisst, ich habe immer relativ viel Energie, spreche schnell, laut, dynamisch und so weiter. Das hängt aber damit zusammen, dass ich meine Energie fokussiere auf die Zeit, wenn ich sie entsprechend brauche und entsprechend dann auch nicht so energiereich bin, wenn ich auch mal eine Erholung brauche. Also stellt euch so den klassischen Geparden vor, der liegt den ganzen Tag in der Savanne und dann kommt eine Antilope vorbei. Okay, jetzt gibt er Vollgas, jetzt wird so lange gerannt, bis er das Ding am Hals hat. Dann muss er erstmal wieder ausruhen, bevor er essen kann und dann geht der nächste Fokus. So, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Wie kann ich das messen? Habe ich im Buch auch beschrieben an einer Stelle. Ich habe zum Beispiel so eine klassische Fitnessuhr. Wenn ich bei mir in der Praxis bin und ich habe am Ende des Tages, ganz genau, ich habe am Ende des Tages irgendwie 12.000 oder 15.000 Schritte, dann weiß ich, das war ein Tag, der hat überhaupt nicht so funktioniert, wie er sollte. Ja, es ist messbar in dem Moment. Genau, ich bin überall rumgelaufen, ich habe plötzlich 1.000 Feuer gelöscht, 1.000 Gespräche geführt, ich war an 1.000 Stellen, an denen ich hätte gar nicht sein sollen, weil eigentlich hätte ich nur in Raum 1, 2 und 3 sein müssen, die sind direkt nebeneinander und das kann ich locker mit 3.000 Schritten machen. So als ein Beispiel einmal. Oder auch das Thema Hero Cases, Standard Cases, das kennt ihr ja auch aus meinen Büchern. Ja, dass ich sage, okay, natürlich kann ich einen Fall super komplex lösen mit allen Schnick und Schnack und so weiter. Ich kann ihn aber auch standardisiert auf eine relativ klare, einfache Art und Weise erfüllen, komme damit auch zum Ziel, mit einem viel geringeren Energieniveau. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe 50 Kontrollen am Nachmittag und 50 von denen sind Hero Cases. Danach bin ich da. Dann kannst du tun, wie du willst, du bist vollkommen durch. Wenn du jedes Mal voll konzentrierende Notlösung vielleicht finden musst oder irgendwie spontane Lösung für irgendwas entwickeln musst, in kürzester Zeit, ist super anstrengend. Das ist viel besser, wenn du dann anfängst, hast du deine 40 oder 45 Standard-Cases, da kannst du schön im Flow, ganz entspannt deine Arbeit durchgehen, bist auf niedrigem Energieniveau und für die 5 Hero-Cases, die dann kommen oder Beschwerden oder, keine Ahnung, Mitarbeiter hat ein Problem oder irgendwas, da hast du dann aber auch voll den Fokus dafür und kannst es lösen, hast deine Persönlichkeit auch im Griff, also du bist nicht genervt, bist nicht gestresst oder sonst irgendwas, sondern kannst dich frei machen, offen machen, empathisch zuhören, Problem analysieren, erkennen, lösen, fertig. Das ist zum Beispiel auch in Form von Energieverschwendung. Ja, das heißt ja, wenn ich mir jetzt so diese ganzen Ebenen angucke, das Clean-Thema, das ist ja unglaublich umfangreich, aber wenn ich mir das jetzt, wenn ich das versuche, dann quasi auf eins runterzubrechen, wenn ich jetzt sage, okay, mit Lean kann ich die Verschwendung auf unterschiedlichen Ebenen in meiner Praxis reduzieren, dann schaffe ich ja auch irgendwie so eine Win-Win oder eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle. Also einmal für den Praxisinhaber, einmal fürs Team und jetzt letztendlich auch für die Kunden. Ja, ganz genau. Also einfach gesagt, genau richtig. Darum geht's auch. Also das ist auch das Ziel natürlich des Lean-Managements. Gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Das habe ich jetzt gar nicht so klar gesagt. Es geht im Prinzip um den Fokus auf Wertschöpfung. Wertschöpfung heißt nicht unbedingt Geld verdienen, in dem Sinne auch, sondern es bedeutet ganz konkret, dass Werte geschaffen werden für alle, die an dem entsprechenden Prozess beteiligt sind, so wie du das jetzt sagst. Die Werte können einfach sein, für mich als Chef habe ich ein entspanntes Leben, alles läuft, die Qualität ist gut. Für den Mitarbeiter kann es sein, sie sind zufrieden mit ihrer Arbeit, sie läuft gut, sie kommen pünktlich nach Hause. Und für den Patienten kann es sein, er hat ein Top-Ergebnis mit netten, freundlichen, entspannten Leuten in einer Zeit, die für ihn erträglich ist. Und damit haben wir quasi sozusagen mal ein paar Beispiele genannt, die dann zu einer Gesamtzufriedenheit dann führen. Ganz genau. Ja. Okay, also heißt, man kann zugeben, es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. So, jetzt als Essenz aus dem Ganzen.
Ja, ich würde es noch etwas anders formulieren. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Die Sorge ist immer, dass es viel Arbeit ist. Und das sehe ich auch immer, wenn ich in Coachings oder so an Qualitätsmanagement oder an soliden Prozessen, Strukturen ist. Und wir müssen dann erstmal gucken, was sind überhaupt deine Prozesse? Ja. Wo können wir überhaupt ansetzen? Wo gibt es da tatsächlich Verschwendung und so weiter? Dass man denkt, oh, das muss ich jetzt noch zusätzlich machen und so weiter. Nein. Es ist einfach eine andere Herangehensweise, die von vornherein die Arbeit, die du sowieso machst, so kanalisiert, dass du an den richtigen arbeitest. Da kommen wir später sicherlich auch nochmal drauf zurück. Das ist nämlich sehr verwandt auch mit dem Pareto-Prinzip, dieses Fokussieren quasi. Und ja, so kann man dann schön arbeiten. Und eins möchte ich auch noch dann sagen dazu, zum Thema auch Zeitverschwendung. Es gibt noch ein weiteres Problem bei unseren Mitarbeitern, warum die manchmal aus oder ja, gerade bei den Mitarbeitern, dass die so ein bisschen in den Burnout oder sowas kommen oder dass sie keinen Bock mehr haben, mit uns zu arbeiten. Das ist gar nicht mal unbedingt, dass sie rein überfordert sind, sondern manchmal langweilen wir sie einfach auch zu Tode mit den Aufgaben, die sie haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der zu unnötigem Stress führt, wenn sie immer nur die gleichen Arbeiten machen, auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, auch dort hilft das Lean-System, indem wir gewisse Entwicklungen haben, indem wir überprüfen, ist das noch die beste Arbeitsweise, die wir haben könnten, oder gibt es mittlerweile was wir neu machen könnten. Und nein, das heißt nicht, Chef geht auf den Kongress und kommt mit 10 Shiny Objects wieder und versucht, die alle durchzudrücken bei seinem Team, sondern es ist von innen heraus, dass wir sehen, okay, das läuft gut, das ist super, ah, hier können wir ein bisschen was machen, da können wir was machen, das können wir weglassen. Ganz kurzes Beispiel auch noch einmal dazu. Wir machen immer Morgen- und Abendbriefings. Das ist ganz wichtig für unsere Kommunikation. Können wir an anderer Stelle auch nochmal drüber sprechen, warum das jetzt genauso ist. So, und meine Mitarbeiter sind super fleißig. Die finden das System auch total gut. Wir hatten irgendwann mal gesagt, so ein Briefing dauert 5 bis 10 Minuten. Nach etwa 1,5 Jahren waren da so viele Punkte drin, dass das jedes Mal 15, 20, manchmal 30 Minuten dauert. Dass so ein Briefing plötzlich einen Selbstzweck hat, ein kleines Meeting geworden ist. Dann sind wir irgendwann mal hingegangen und haben gesagt, heute ist der Tag, an dem wir alles aus den Briefings rausschmeißen, was dort nicht sein muss. Und dann war Ja. plötzlich, ach, das muss da nicht alles rein? Müssen wir das nicht auch noch, aber das müssen wir auch noch kontrollieren. Und wo wir dann feststellen, okay, das und das und das bedingt sich automatisch. Das heißt, das macht Ja. man von alleine. Wenn man das eine richtig macht, passiert das andere. Und da es jetzt soweit so gut läuft, brauchen wir nicht jeden einzelnen Punkt mehr zu kontrollieren, sondern quasi nur noch den Endpunkt oder den Einstiegspunkt beispielsweise. Und wir konnten mit einem Schlag das Briefing reduzieren, und das haben die Mitarbeiter selber. Habe ich zum Beispiel mal einen Tipp am Rande. Das habe ich als Chef nicht vorgegeben, was jetzt da rausgenommen wird, sondern ich habe sie selber entscheiden lassen. Was braucht ihr? Ihr habt jetzt verstanden, was unser Ziel ist, was wollen wir erreichen, mit dem, was wir tun. Was braucht ihr dafür an Minimumaufwand, um das Ganze durchzuführen? Und jetzt kann Ja. es manchmal sein, dass dann plötzlich wieder zwei, drei Dinge dazukommen und dann wieder zwei, drei Dinge gestrichen werden. Das ist Lean. Also ist es quasi wie beim Kanu-Prinzip, genauso, dass das Team, also dass nicht nur der Praxisinhaber, sondern auch das Team mit sensibilisiert werden muss und vielleicht auch so ein bisschen mit motiviert werden muss, ja, sich da einzubringen und das Prinzip auch zu verstehen. Aber ich merke gerade, wir schweifen schon wieder zu den Mitarbeitern. Die sind ja in einem anderen Interview Genau. nochmal das Thema. Aber da würde ich gerne, also total gerne auch dann, wenn es dann soweit ist, nochmal mit dir darüber sprechen, weil ich finde, man merkt so im Laufe der Interviews immer mehr, dass es halt wichtig ist, dass nicht nur als ich als Chef verstehe, was ich will, sondern dass es auch halt mein Team weiß. Und ja, wie gesagt, da würde ich gerne dann beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Male mit dir drüber sprechen. Ist auf jeden Fall notiert, ist spannend. Ja, vielen Dank für das Interview heute wieder. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen Ja. zu Hause. Und ja, machen wir Schluss für heute und dann bin ich gespannt auf das nächste Interview und das nächste Thema. Bis Super. dann.